In Russland und Kasachstan steigt das Hochwasser weiter. Insgesamt sind in beiden Ländern nach Behördenangaben mehr als 90.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Russische Staatsmedien sprechen von einer Jahrhundertflut. Grund ist eine starke Schneeschmelze in den umliegenden Bergen. Besonders betroffen ist die Region Orenburg im südlichen Russland. In der gleichnamigen Stadt sorgt der Fluss Ural für starke Überschwemmungen. Orenburg, eine Großstadt mit einer 500.000 Einwohner, überflutet. Die Evakuierung läuft. Etwa 7.000 Menschen in der Region seien dem Aufruf gefolgt, melden die Behörden. Mehr als 10.000 Häuser seien überschwemmt. Russische Staatsmedien sprechen von einer Jahrhundertflut mit apokalyptischem Ausmaß. Sie traf die Menschen unvorbereitet. So eine Flut haben wir nie gehabt. Es gab mal eine im Jahr 2000, aber so weit ist das Wasser damals nicht gekommen. Die Stadt Orsk war bereits vor Tagen nach Dammbrüchen vom Wasser des Uralflusses in kurzer Zeit überspült worden. Mehrere hundert Menschen warfen den Behörden anschließend vor, die Gefahr ignoriert zu haben und die Flutopfer nicht ausreichend zu unterstützen. Die Dammbrüche hätten die Lage in der Region zusätzlich verschärft, sagen Experten. Hauptsächlich sind es aber Umweltfaktoren. Ein anormaler Winter, ein anormaler Herbst, ein anormaler Frühling. Große Mengen Schnee, viel Feuchtigkeit im Boden, sehr schnelles Auftauen des Schnees, ungewöhnlich warmes Wetter und Regen zusätzlich zum Tauwetter. Betroffen sind auch andere Gegenden am Uralgebirge, in Sibirien und, wie hier, das benachbarte Kasachstan. Nach Behördenangaben seien in beiden Ländern schon etwa 100.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 11. April.